Knetmasse selber machen geht ganz einfach. Einen halben Kilo Mehl tut ihr in eine Schüssel. Hier nehmt ihr einfach normales Weizenmehl, was ihr halt gerade rumliegen habt. Dann kommen rein 200 Gramm Salz. Diese Knetmasse wird wirklich rein mit natürlichen Mitteln gemacht übrigens. Dann kommen 3 Esslöffel Zitronensäure und 3 Esslöffel Öl. Davor kommt, habe ich gekocht, ein halbes Liter Wasser kochend mit den 3 Esslöffeln Öl und dann einfach eine Lebensmittelfarbe, je nachdem welche Farbe ihr wollt. Ihr könnt das Ganze auch mit kaltem Wasser machen, allerdings ist die Knetmasse dann nicht ganz so geschmeidig. Meiner Meinung nach ist sie besser, wenn ihr das Wasser kocht und es heiß ist. Das Ganze kommt jetzt zu den Mehl rein und damit müsst ihr aufpassen. Ich habe es beim ersten Mal, wie ich gemacht habe, also mit den Händen kneten, geht das jetzt nicht mehr gut, denn das ist natürlich total heiß. Also geht das am besten in der Knetmaschine, wenn ihr keine habt. Ist das kein Problem, dann könnt ihr das auch mit Hand kneten, habe ich das erste Mal auch gemacht. Dann tut man es halt mal mit einem Löffel ein bisschen durchkneten, aufbreiten, bis sich ein bisschen abkühlt und dann kann man das mit den Händen auch super machen. Oder eben, wenn ihr eine Knetmaschine habt, könnt ihr es hier einfach kneten lassen und fertig. Dann zum Schluss tut ihr je nachdem noch ein bisschen Mehl zufügen, bis ihr die Geschmeidigkeit habt, was ihr möchtet. Das hier zum Beispiel ist jetzt eine sehr weiche Knetmasse. Ihr kennt es ja von Play-Doh, da gibt es die weiche und die mittlere. Hier habe ich jetzt die ganz weiche gemacht für die feinen Sachen. Sonst könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr Mehl reintun. Dann wird sie ein bisschen fester, wie ihr wollt. Es ist volle natürliche Lebensmittel. Essen solltet ihr sie natürlich doch nicht, weil viel Salz drin ist. Und wenn sie hier einfach in Klarsichtfolie abgepackt, hält sie sich schön lange. Die Knetmasse ist auch, wenn man riecht, sie hat nicht so einen chemischen Geruch und ist, ich kann sie gut empfehlen.